So, willkommen zurück zu Niho. Ja, das letzte Mal habe ich ja mit meiner Freundin gestritten. Die ist heute nicht mehr dabei. Das Let's Play wird jetzt alleine weiterlaufen. Das ist dann nicht so danach weitergegangen, wie ich das erhofft habe. Die hat es nicht so witzig gefunden. Ja, deswegen muss ich jetzt hier das Let's Play alleine machen. Aber dann kann ich mich wenigstens besser konzentrieren. Muss ich also doch die Vampir-Lady für mich gewinnen. Voll in den Kopf. Schnell weg hier. Ja, das letzte Mal da war es ein bisschen aufreibend. Da hat mich meine böse Frau nebenher noch manipuliert. Ah! Scheiße. Das passiert, wenn man frech ist. Ja, nein. Ist alles okay. Ist alles okay, noch. Noch ist alles okay. Jetzt haben wir die Zuschauer geprankt. Ja, ja, das so war leicht. Ein lustiger Spaß. Ja, so leicht werde ich dich nicht los. Das wäre ein Traum. Das wäre ein Träumchen. Du kannst gern wieder zurück in den Keller gehen. Nein, da du war darfst nur probeweise wieder hoch. Ja, also sei mal nicht so unverschämt. Mal schauen, dass ich das hier durchgehe, ohne dass ich sterbe. Ich drück dir die Daumen. Der taucht immer auf, das ist so nervig und den will ich nicht vorher plätten, weil der kostet mich viel zu viel Leben. Ach, falsche Richtung. Oder? Ja. Ist er jetzt runter oder ist er oben? Nee, aber der ist doch unten. Ach du Scheiße, da sind sie alle. Da unten der Kasperfeind und da oben der andere Kasperfeind. Jetzt hoffe ich doch mal, dass die mal hier runterkommen. Die könnten doch da runterfallen und sich verletzen. Ich glaube nicht, dass das passiert. Die machen das echt nicht, ne? Also das sind keine dummen Dark Souls-Gegner. Nein! Aber du benimmst dich wie so ein dummer Dark Souls Gegner schon das zweite Mal. Ah, jetzt, das ist doch nicht normal. Diese enge Gasse und dann der. Das Blöde ist der blöde Zombie, wo von hinten kommt. Wenn der nicht wäre, wäre das alles kein Problem. Ja, aber wie kannst du den so oft vergessen? Den vergesse ich ja nicht, das ist ja das. Ja, also ich muss mich ja erst um den Lanzenträger kümmern, weil sonst habe ich nicht den leichten Zombie hinter mir stehen. Ja, jetzt gehen wir mal den Controller her. Nee, sonst habe ich hier nicht den leichten Lanzenträger vor mir stehen, den leichten Zombie hinter mir stehen, sondern den schweren Lanzenträger. Das ist ja der blöde Clou an der Sache. Was ist denn da mit dem? Ach, scheiße. Jetzt habe ich wenigstens meinen Fuchs wieder bereit. Muss ich mal schauen, kommt man hier nicht auch irgendwie runter? Nee, das ist der gleiche wie den Grünen. Das ist der gleiche wie den Grünen. Jetzt bleibt mir eigentlich nur eins, um zu überleben. Ach, scheiße. Versuche ich es mal so rum. Oh,
Ja, mei. Also es ist wirklich ein sauschweres Spiel. Da kann man sagen, was man will. Das ist wesentlich schwerer wie Dark Souls. Was? Wo kommt denn jetzt der zweite? Ach, das gibt's doch nicht. Hat er da Haare auf? Ja, das ist doch Gollum. Oh mein Gott, das war wirklich Gollum. Also das ist schon echt, hab ich... Ich muss mal jetzt schauen, dass ich irgendeinen anderen Weg runter finde. Das nervt mich. Das muss ja auch unten irgendwo ein Gebetsstein sein. Das kann ja nicht sein. Jetzt gehe ich ja mal nach rechts weg. Und mein Fuchs liegt ja unten auch kacke. Nur mal hier lang, muss mal da hinkommen. Eine Sackgasse. Na bravo. Ja, das läuft ja. Das läuft hier super. Naja, brauche ich meinen Hund nimmer holen, der kommt von alleine. Ja, vor allem das Blöde ist, ich brauche mich auch gar nicht mal heilen, weil die Heilung brauche ich noch. Ah, der stellt sich hier voll im Weg. Ah! Jetzt heile ich mich trotzdem mal. Hier warst du noch nicht. Doch, ich war hier überall schon. Ich gehe jetzt was hier. Ja, natürlich, auch? Natürlich, da habe ich doch trotzdem mal runtergeschmissen. Stimmt. Ich war leicht verwirrt, es tut mir leid, Da alles, da ist alles, das kannst du voll vergessen. Da hilft nur Rennen. Und das Problem ist, dass überall was im Weg steht. Das ist echt deftig. Ja, das ist ziemlich deftig. Ich fühle mich jetzt irgendwie so, wie wenn ich das erste Mal, wo ich das allererste Mal Demon's Souls gespielt habe, wo man bei den ersten drei Gegnern 5 Nächte gebraucht hat. Weil man einfach noch nicht wusste, wie man das anstellen soll, das Ganze. Mal alles sagt, jetzt kommt der her. So. Ja, zumindest noch ein Lumpengeschoss, das werde ich wohl brauchen demnächst. Ja, Elixier wäre das auch noch einer. Okay, ich habe doch auf ihn eingehauen. Wie kann der mich überwältigen? Endlicher Untermensch, du. Jetzt ist halt die Frage. Erst einmal das Schätzing. Nee, der Schätzing, den habe ich schon die ganze Zeit ausgelassen. Den habe ich jetzt nicht mal mitgenommen. Zur Sicherheit, vielleicht bringt es mir ja was. Ah. Warum bin ich nur noch vergiftet? Von was denn? Na, von dem Angekotze. Ja, das ist schon klar, aber... Nimm mal. Ach, scheiße. Lauf! So, wo waren denn jetzt die Ische? Ach, scheiße, das ist der Sackgasse gewesen. Ich dachte, da geht's ganz normal brav runter. Jetzt gegen den hier. Alter, der kommt aber auch voll leicht durch. Das ist der Wahnsinn. Bis ich unten bei der Alten bin, bin ich... Wo kommt da jetzt der her? Kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt bin ich hier. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ich gebe mir Mühe das ohne Ende. Ah, das ist voll heftig. Das machst du schon. Das war eigentlich das Ziel von der Mission. Ich weiß es gar nicht mal. Den Jungen zu retten von dem Alten. Der wird wahrscheinlich eine Fledermaus, Vampir-Fledermaus-Buchse da gefangen sein. So, jetzt schaue ich ja mal, dass ich vorankomme hier mit Rennen. Das kann Bock mehr. Ja, jetzt ist wieder mein Kami da unten. Scheiße. So muss ich ja da runter. War da wirklich eine Sackgasse? Ach scheiße! Jetzt habe ich kein Kami, das kann ich gleich vergessen. Ich kann mich gleich töten lassen im Endeffekt.
komm, hau mich kaputt mit dem Zock. Puh, das ist voll kotzig. Die irdische Mühsal. Das ist wirklich nur Mühsal. Also jeder, der mich jetzt unter den Kommentaren nochmal fragt, ob das schwerer wie Dark Souls ist, ja. Sehr viel schwerer. Wenn man bedenkt, dass in Dark Souls die Sachen erst später schwer werden und nicht am Anfang gleich. Und jeder, der wo nicht auf schwer steht, sollte verzichten. Weil wenn ich jetzt noch gegen die alle hier kämpfen würde, ja, dann habe ich spätestens unten bei der Ische keine Leben mehr. Und zwar sowas von keine mehr. Gehe ich ja mal hier runter. Das überlebe ich nicht. Unmöglich. Ich muss mich an 8 schweren Gegnern vorbeikämpfen, die uns nicht nett vorbeilassen. Vielleicht hast du auch einfach nur die falsche Mission ausgewählt. Nee, das ist völlig in Ordnung. Die ist völlig in Ordnung. Das ist wirklich schwer. Es ist einfach schwer. Bedingungslos schwer. Das wird vielleicht später dann mal einfacher, wenn ich wirklich ein hohes Level habe und viele, viele Leben. Ich meine, dazu müsste ich vielleicht trainieren, aber man sieht ja, dass das auch so mit dem Trainieren... Der Hund. Ach, der Hund. Und die springen ja auch nicht nochmal runter, die kannst du dann mal austricksen. Bei Dark Souls, wenn du dann in ein schweres Gebiet kommst, hast du immer noch die Notfallmöglichkeit, die Leute auszutricksen. Die hast du hier nicht gegeben. Überhaupt nicht. So, jetzt aber. So, nächste Stufe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße. Ah, schön. Die wollen aber nicht, weil ich das Gegner hier bei mir habe. Aber das ist gut zu wissen, dass da eins ist. Das sind noch zwei Spieler, macht schon einen großen Vorteil. Oh. Ja Gott, nochmal nach. Ich würde mir mal zu gern so einen PlayStation 4 Controller gegen die Wand kicken. Aber die sind so teuer. Das lässt du mal ganz schnell bleiben. Ja, ja, ich weiß. Aber das ist eigentlich, also bei Super Nintendo und PlayStation 1 vor allen Dingen, da sind die geflogen wie nix. Bei 3, da war es schon schwieriger, weil die waren schon ein bisschen teurer. Der ist aber auch schon oft genug geflogen. Der PlayStation 3? Ja. Zweimal. Na. Doch, zweimal. Das zähle ich mit. Ich weiß ganz genau zu. Oh, jetzt kommt's einmal langsam. Ich will ja gar nicht mehr dabei sein. Ich muss. Ja, du wirst gezwungen. Vorher setze ich dich immer unter Drogen und dann kette ich dich an und dann sollst du mitmachen. Ja. Ich brauche halt den Fame. Den Fame? Ja. Oh, ist das. Ah, das ist wirklich richtig, richtig schwierig. Richtig. Es zieht sich wie Kaugummi. Nervig, ja. Nervig ist das richtige Wort. Da schau dir die Scheiße an und der kippt mich jetzt runter, pass auf. Nee, oder die. Ah, ich kann mich davon befreien, sehr gut. Da hinten ist wahrscheinlich auch nochmal irgendwas. Ein Schätzchen. Ich versuche jetzt erstmal zu entkommen. Das ist dass der Plan. Ich die, nee, dass ich die einen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Da kannst du dich nicht gegen wehren. Dass ich die eine nach dem anderen übernehmen kann. Jetzt. Wenn das denn so hinhaut. Oh, Vergiftung und. Oh, die sind so klein, die treffe ich nicht. Ma. So, jetzt aber. Wenn wir erstmal den Gebetsturm oben angepeilt haben, dann wird es ein bisschen leichter runterzukommen.
glaube zwar nicht um zu viel leichter, aber ein bisschen vielleicht. Oh, und schau dir das an, ich habe nur noch 3 Tränke. Das geht sau schnell weg. Hä? Verfluchter Bug, hast du die Scheiße gesehen? Du bist daneben vorbeigesprungen. Na, ich bin nicht gesprungen, mich hat's weggeglitscht. Ich bin einfach viel zu weit vorne rausgekommen, ich bin nur runtergegangen. Hast du das gesehen? Du musst die verklagen. Ich verklag die auch. Auf Schmerzensgeld. Jetzt war ich so schön nah dran, dass ich zum Gebetsstein hätte können. Dass ich nur den Onkel Groß besiegen müssen und dann passiert so eine Scheiße. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach, ja. Also im Spiel ist halt auch Durchrennen ist auch nicht wirklich drin. Ja, das bringt sich hier nicht durchzurennen, weil die hier alle folgen. Man, das ist sowas von penetrant. Ah! Ah, ich wollte heute den Boss besiegen. Was wolltest du? Ja. Aber heute geht ja gar nichts wieder. Das ist so zum Kotzen. Schuh. Ich habe mir gedacht, da machst du so einen schönen doppeldeutigen Überschrift. So. Hier habe ich mir gedacht. Sie hat mich verlassen. So dass dann der Endgegner sowohl du gemeint werden kannst, dass dann unser Prank hier gut aufgeht. Aber Träume werden niemals wahr in dem Spiel. Das war meine Berechnung. Muss alles gecuttet werden. Leider. Ich glaube auch. Leider bin ich behindert. Oh ja, jetzt bin ich hier. Oh nein, die kommen alle nach. Warum kommt sie denn da? Oh mein Gott. Willst du mal spielen? Nee. Heute bin ich raus. Nee. Du bleibst jetzt schön dabei. Ich bin raus für die nächsten 100 Let's Plays. Da kannst du eigentlich noch hinter dem Let's Play eine ominöse Strichliste, also hinter den Namen. Und dann können wir ja mal sehen, wer das Let's Play wirklich anguckt. Weil nur die wissen die wirkliche Bedeutung von der Strichliste. Weiß nicht, wie oft ich jetzt schon gestorben bin. Ran. Ist mir wurscht. So, ich muss hinter den Dämon kommen. So. So, jetzt hat. Muss ich schauen, dass ich das überlebe. Ich werfe ihm mal eine Bombe zu. Das bringt nichts. Schön. Ausdauer ist halt auch nicht das Wahre. Jetzt hat er meine komplette Ausdauer runtergeschossen, hast du das gesehen? Das kann doch jetzt nicht wahr sein! Er hat meine komplette Ausdauer runtergekugelt, ich war in voller Verteidigungsposition, dann haut er mir mit einem Smash alles weg. Hast du gerade gesagt, runtergegoogelt? Ich weiß es nicht, was ich sag. Ja, runtergegoogelt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sag. Das Spiel, das macht einen fertig. Aber es ist wirklich brechend schwer. Und man muss dazu sagen, das muss man sich aber auch als Zuschauer mal vorstellen. Es ist ja was anderes, wenn man das Let's Play umspielt. Da kann man sich auch weniger konzentrieren, als wenn man im Einzelspielermodus wäre. So, den mache ich jetzt mal platter. Der nervt mich ganz grotesk. So. Vielleicht hilft mir das ein bisschen. Weil ich das fast nicht glaube. Und wenn ich jetzt hier von hier aus ihn angreife, dann falle ich runter. Unter Garantie. Schauen wir mal, wie viele Bögen, Pfeile haben wir denn? 5 und 4. Aua! Das kann doch nicht wahr sein, der war doch noch so weit weg. Ah, scheiß Mistkerl, ey! Ja, ich bin drumherum und dann bin ich weggeglitscht wieder. Also es glitscht ein bisschen. Ich hoffe, das fixen sie noch, weil es ist mir jetzt schon mindestens zum 4. Mal auffallen, dass ich runterfall, obwohl ich direkt einen Haftboden hatte und dann glitsch ich einfach drumherum. Es ist so. Ich bin jetzt drumherum, ne? Und dann konnte ich den nicht mehr stoppen. Der ist einfach weiter gegrindet. Konnte ich nicht anhalten, meine Figur. Obwohl ich zielsicher bin bei sowas.
Puh. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, ich auch nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Chill fix nochmal nach. Jetzt kommen wir gleich alle. Wenn da wenigstens die auch so leicht runterfallen würden, aber das ist ja nicht drin. Schau mal, der, in der Stellung, wo der jetzt war, da wäre ich schon 15 mal runtergeglitscht. Wie auf so einem glitschigen Felsen. So, jetzt ist er so runtergefallen. Ja, aber das ist ja nichts gewesen. Das war ja wieder mit Mühe und Not, mit Ach und Krach. Mensch, wenn der Dämon nicht wäre, dann wäre das ja kein Problem, da hinzukommen. Aber der ich fall da runter. Das ist sicher wie das Amen in der Kirche. Meine Dreiecktechnik nicht, wenn er am Boden liegt. Wahrscheinlich, weil ich noch danach noch mal geschlagen habe. Meine Ausdauer war leer. Das kann doch nicht wahr sein! Zerfix noch mal nah! Arschlochspiel! Zerfix noch einmal nah! Kruzifix! Nee, es ist echt unglaublich. Also, es ist wirklich. Und ich frage mich immer echt, diese Koreaner, ja, die wundern schon innerhalb der ersten Erscheinungswoche ein Let's Play runterkacken mit 3 Stunden Dingtime. Das ist doch nicht wahr, das ist doch alles gefälscht. Dann schau dir das doch mal an, vielleicht lernst du ja was. Ja, die backen doch, die tun doch die ganze Zeit Bugs ausnutzen. Bloß woher die wissen, das will ich auch mal wissen. Ich spiele 500 Stunden. Und da ist das Spiel noch nicht mal raus, da haben die schon Bugs gefunden, die gar nicht existieren dürfen. Wo man selbst nach Jahren nicht herausfinden würde. Dabei Dark Souls 3, da gibt es einen. Das war 2 Wochen nachdem Dark Souls 3 rauskam, der hat einen Glitch herausgefunden, wie er durch das halbe, durch die Map durchfliegt. Und lauter so Zeug und dann mit Pipapo, also das ist nicht normal. Jetzt konzentrier dir mal. Ich konzentriere mich ja schon. Alter, schwer wie Endgegner. Gibt's doch nicht. Sag mal, da boxt er mir einfach die komplette Ausdauer und dann bin ich ja kurz gelähmt. Das ist ja das Nächste. Ich kann ja nicht sofort wieder angreifen. Ach, das ist doch zum Kotzen. Vor allem, du musst dir vorstellen, nach jedem Schlag, wo der mich hart trifft, kann ich mich nicht bewegen. Ist nicht so wie bei Dark Souls, dass ich dann den Hechtsprung zur Seite machen kann und ich bin safe. Du kannst das ja mal gerne probieren, da bitteschön. Nein, ich kann das nicht. Ja, das ist. In Wirklichkeit spiele ich die ganze Zeit. Ja, deswegen versagen wir hier auch. Deswegen läuft es hier auch nicht mehr so. Wir wollen nur Fame durch sowas abgreifen. Nee, es ist wirklich hart. Während das erste Level ja wirklich noch ein Zuckerschlecken war. Und du kannst echt wirklich als Zuckerschlecken bezeichnen. Das lässt er hier wirklich sauschwer. Hä? Komm, der zweite jetzt hier? Oder war der nicht tot? Ach komm, ja, kotzt dich voll. Ist schon recht. So, jetzt bleibt immer noch für mich die Frage. So, den Kerl kriege ich zum Sturz und das war's. Alles andere, was danach kommt, ist einfach nicht mehr machbar. Wie soll ich den Kerl crashen? Und vor allem, jetzt musst du mal vorstellen, jetzt Bombenangriff? Ja, Bombenangriff, die bringen ja nichts. Die haben ja überhaupt keine Wirkung. Steine, Salz, ich weiß es nicht. So, sag mal so. Ich sehe jetzt keine andere Möglichkeit. Jetzt tue ich dann erst einmal normal Angriff, weil wenn ich ihn dann jetzt besiegt habe. Wenn ich dann jetzt dann mal besiegt habe, ne? Ich habe jetzt extra meinen Yokai. Da war ein Schatz, hast du es gesehen? Ja, wunderbar. Ich habe jetzt extra meinen Yokai aufgeladen und habe nichts anderes gemacht wie die ganze Zeit schon. Plus der tut da auch seine Prügeltechnik tatsächlich verändern. Es ist nicht so, dass man dann irgendwie davon ausgehen kann, dass er das gleiche wie das letzte Mal tut, sondern er macht einfach einen anderen Axtschlag.
Und man muss ja bedenken, dass die mit den Waffen die gleichen Kombinationen drauf haben wie ich. Also sprich vier Handlings, also oben, unten, Mitte und in der Scheide eingezogen. Und dadurch haben die 4x4 Angriffstechniken. Genauso wie ich. Und dann ist das tatsächlich, das ist nicht mal eine... Die brauchen keine gute KI, die haben ja genug Angriffstechniken, mit denen sie mich überraschen können. Kann ich auch gar nichts machen. Da bin ich machtlos. So. Jetzt pass auf, wenn ich jetzt meinen Yokai hole, dann erscheint er. Alter, irgendwie schnell mir die Leben runtergehen, das ist doch nicht normal. Jetzt habe ich meinen Yokai wieder, das ist wahrscheinlich nicht aufgeladen. Doch. Nee. Och, das kann doch nicht wahr sein. Leute. Schickt mir Geld dafür. Und ciao. Ciao.